Nagelsmann zu sagen, wie das Geschäft halt läuft in diesem, Level. Du hättest ja bleiben können. Ja, also, ich wollte das nicht. Aber du bist 25 Jahre beim Arbeitgeber, du haust doch da nicht einfach ab. Nein, ich hatte, wie gesagt, es passieren doch, dass zwei Menschen sich nicht abkönnen, oder? Wie konntest du dich ja nicht ab? Ja, ich hatte mit Hassan Probleme. Ich war am Campus und dann denke ich, naja, habe ich Entscheidung getroffen und dann hörte ich da. Es war so, dass vereinbart war, dass ich da die Entscheidung treffe im sportlichen Bereich mit Jochen Sauer. Da hat alles wunderbar geklappt. Und auf einmal habe ich gemerkt, na, das läuft nicht so richtig. Und dann wurde immer mehr erzählt und so weiter als trainiert. Und habe gesagt, Jungs, wenn ihr euch entwickeln wollt, wenn ihr Spieler entwickeln wollt, dann müsst ihr mehr trainieren, mehr üben. Ne, nicht da immer zeigen, so. Und dann immer am Matchday, zwei Tage vor dem Spiel, also Matchday minus one und weiß ich, Matchday minus du. Und alles so ein Kille-Kack. Ich habe gesagt, wenn du junge Leute ausbilden willst, dann müssen die auch mit der nötigen Wettkampfhärte ausgestattet werden. Und das war ja nicht so, dass ich da Spieler... unter meiner Zeit sind auch Spieler rausgekommen, die hinterher gezeigt haben, dass sie das können. Ne? Und dann habe ich gedacht, ne? Ich habe dann einen Spieler mal getroffen, ich bin dann hingefahren, ich trainiere die U10, die U11, die U12 und so weiter und so fort von Unterhaching. Und dann bin ich da hingefahren zum Campus, wenn da irgendwie was los war. Und dann habe ich einen Spieler gesehen, der hat den Daumen gebrochen. Caparo, war das? Weiß ich nicht, wer das war. Auf jeden Fall. Aber wir wissen es. Ja. Auf jeden Fall sage ich, du, bist du Torwart? Ich sage, warum spielst du nicht? Daumen gebrochen. Ich sage, bist du Torwart? Nee. Musst du unbedingt einen Einwurf machen? Nee. Ja, warum spielst du da nicht? Ja, ich darf nicht. Da, Ärzt, da, Pädagoge, Psychologe, Arzt und da und da und da. Ich sage, darfst du denn trainieren? Nein. Darfst du denn laufen? Nein. Darfst du Fahrrad fahren auf Stützrädern, dass du nicht umfahren kannst? Nein. Dann habe ich gesagt, wie wollen wir Spieler entwickeln, die hinter Hansi Flick helfen, Europameister zu werden? Wie soll das gehen? Wir vermissen jede Wettkampfhärte. So. Und wie gesagt, wenn ich sehe, wie die Stürmer, wie die schießen, wenn ich im Nachwuchs bin und so weiter und so fort, dann spielen, dann sage ich, pass auf, ihr müsst das so und so machen. Es ist ein Film gedreht worden mit Hannes Wolf und... Zeigen wir nachher noch, ja? Bitte? Da kommen wir nachher noch dazu, aber erzähl weiter, ja? Ja, so, und dann gehe ich dann hin und sage dem Trainer, pass auf, die Kinder müssen den Ball am Fuß haben, die müssen Täuschungen lernen, sie müssen Tricks lernen, sie müssen Zweikämpfe lernen. Und wenn ich die Kinder frage, ich sage, was willst du? Einer guckt, der andere sagt, Tore schießen. Genau, Tore schießen. Aber Tore schießen musst du üben. Wenn du dann immer 11 gegen 11 spielst oder machen, wie heißt das, hier laufen und passen und Positionsspiel. Und dann kommen die kleinen Trainer und gucken dann YouTube, was Pep Guardiola mit den Weltklasse-Spielern macht und wollen das dann da machen. Dann sage ich, Jungs, die Kinder müssen so oft wie möglich den Ball am Fuß haben. So oft wie möglich. Und die müssen hinter Sachen machen. Wie heißt das? Ich habe Bauchgefühl. Heute heißt das... Belastungssteuerung? Naja, das kommt später noch. Heute heißt das Intuition. Das heißt, die müssen irgendwas machen, was nicht gespeichert ist. Aber wenn du erzählst, du musst den Ball von da nach da spielen, killst du jede Kreativität. So, aber wir wollen kreative Spiele haben. Und wenn wir so weitermachen, kriegt jeder Nationaltrainer kriegt Schwierigkeiten, weil die nicht gut ausgebildet sind. So. Du hast jetzt einen großen Bogen von deinen Problemen mit Hasan Salihamidžić zur Jugendarbeit und zu den Problemen da gemacht. Wir waren ja bei dem Punkt, der Streit von Oliver Kahn und Lothar Matthäus hat sich ein bisschen daran entzündet, auch dass Lothar gesagt hat, das Mir-Samir-Gefühl bei den Bayern ist weg. Würdest du da Lothar recht geben? Ich würde sagen, das Mir-Samir-Gefühl ist anders, als es noch vor 10 Jahren war. Okay, das ist ja, schlau. Es entwickelt sich weiter. Ja, ich bin doch nicht doof, Junge. Ja, das weiß ich. Aber dieses weiterentwickelte Mir-Samir-Gefühl war zumindest dann so, dass du dich da nicht mehr gesehen hast. Bei diesem genau. Ich habe mich da nicht mehr gesehen. Ich habe gesagt, nein. Ich habe gesehen, dass wir einen absoluten, ich habe ja die ganzen Trainer, die Weltklasse waren, habe ich ja erlebt.
unter anderem Hansi Flick. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass Hansi mich dazu geholt hat und ich das noch miterleben durfte, wie Bayern München den oder die 6 Titel geholt hat und danach auch den... Noch den 7. Den 7. Ja. Also ich war sehr, sehr glücklich und zufrieden. Und als Hansi Flick ging, und dann habe ich gesagt, Hermann, ich möchte auch gehen. Und dann muss ich auch wieder sagen, habe ich mit dem Karl-Heinz gesprochen. Karl-Heinz Rummenigge. Ja, Karl-Heinz Rummenigge. Und mit Jan Dresen gesprochen. Ich sage, du, ich will keine Einbußen haben. Da hat bei München mir mein Gehalt bezahlt. Und dann habe ich mir noch gesagt, ich möchte gerne, ich habe ja Enkelkinder, die brutale Bayern München-Fans sind. Und wenn ich meine Karte kaufen möchte, dann möchte ich nicht hören, nee, du kannst keine Karte kaufen. Und dann hat Karl-Heinz und auch Jan Dresen haben dann gesagt, Hermann, du kannst nie eine Karte kaufen. Du kriegst immer eine Karte für dich, für deine Frau, für deine Enkelkinder umsonst. Du warst eine große Legende hier. Deswegen, ich habe 25 wunderbare Jahre gehabt. Ich habe unter den besten Trainern der Welt habe ich Co-Trainer gemacht, war damit glücklich und zufrieden. Ich habe Spieler vorgefunden, die qualitätsvoll in der Lage waren, in Bundesliga zu spielen. Und bei Bundesliga ist was anderes noch als Bayern München, die Bayern München spielen konnten. Und ich habe natürlich auch mich mit Uli häufig gestritten, ne, wenn ich hochgegangen bin und gesagt, der kriegt einen Vertrag, der kriegt einen Vertrag und der kriegt einen Vertrag. Ne, Thomas Müller war schon in Hoffenheim. Ne, da habe ich gesagt, der bleibt hier. Ne. Ja. Thomas Müller war schon in Hoffenheim, ja. War schon weg. Ja, er war eigentlich verkauft, so ungefähr. Ja, hast du verhindert, dass er zu Hoffenheim wechselt? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich bin da hochgegangen und Uli sagt, Uli, der muss hierbleiben. Dann sagt er, Uli, willst du mir sagen, dass er uns in der Champions League weiterschießt? Ich sage, woher soll ich das sagen? Da kann ich nicht sagen, aber der schießt immer Tore. Und damals war, weiß ich, Luca Toni und da und da und da. Und dann das erste Champions League-Spiel war in Haifa. Ne, da hat Klose nicht gespielt und Luca Toni nicht gespielt und der nicht gespielt und Gomez nicht gespielt, dann hat er 35 Millionen. 3-0 für Bayern, 2 Tore Müller. Also ich habe für meine Jungs, die ich gut genug fand, gekämpft. Hat die Oma da auch schon Schnaps getrunken? Das fing damals an, glaube ich. Ja. Hat die Oma da auch schon Schnaps getrunken? Ja, die Oma hat immer Schnaps getrunken, wenn der Thomas getroffen hat. Weiß nicht, warum die den gerne gemocht hat. Aber irgendwie ist die nicht ganz dumm, ne? Die Oma. Das ist ja alles hypothetisch. Ich kann nicht sagen, ob er mit dem Vorstand gesprochen hat, dass er in Urlaub fährt oder nicht. Ne? Ich fand es sehr mutig von den Verantwortlichen, nach Hansi Flick, den ich für einen Welttrainer halte, der überragend gearbeitet hat, und so einen jungen Trainer zu verpflichten. Und dann muss man mit ihm Hilfestellung geben und sagen, pass mal auf, mein Freund, bleib hier. Und die Spieler, die dürfen nicht reisen oder die dürfen, ich glaube, bei Jupp Heynckes war es so, die mussten, wenn sie 150 Kilometer sich entfernten, mussten sie sich die Genehmigung holen. Das sind Sachen, die man absprechen muss. Und ich weiß nicht, ich kann ja nicht sagen, ob er es abgesprochen hat, ob es nicht abgesprochen wurde. Aber normalerweise, ich sage, wir beide haben ein super Verhältnis. Er ist zu mir gekommen und hat mich entlassen. Da habe ich gesagt, Harry, ich hätte mich auch entlassen. Ganz einfach, ich hätte mich auch entlassen. Weil du musst Spaß haben als Trainer, musst du jeden Tag gerne zur Arbeit fahren. Jeden Tag. Und das war nicht gegeben aus verschiedenen Umständen. Und ich habe, wir haben heute noch ein super Verhältnis. Aber wenn ich auf die Zeitung erfahren hätte, dann wäre das Verhältnis nicht so gut gewesen. Ich erwarte ganz einfach, wenn schwierige Situationen sind, dann kommt der Chef zu mir und sagt, mein Freund, ne, tut mir leid, aber ich entlasse dich heute. Und das gehört sich einfach. Und wenn man solche Sachen hat, dann muss man eben sehen, dass kein Dritter davon erfährt und ich eben einen Tag später den Trainer bitte und ihm mitteile. Und bei uns ist das so zu Hause, meine Schwiegermutter ist 91 Jahre, die ist Thomas Müller-Fan. Und jedes Mal, wenn er Tor schießt, dann trinkt ihn Schnaps. Und ich war froh, dass er... Ich war froh, ist die schon wieder nüchtern jetzt? Nein, ich war froh, dass der Thomas Müller ausgeweckt geworden ist. Sonst wäre ich hinterher auf den Tisch gegangen. Sehr gut. Übrigens, wenn wir gerade beim Schnaps sind, was trinkst du eigentlich gerade?
Whisky Cola Light. Dann werde ich ein bisschen lockerer. Ja, das. Bin gespannt, was dann noch passiert. Ganz gut für die Sendung. Aber komm, jetzt schauen wir uns die Szenen mal an.